Und es geht los. Der Gusor ist wieder am Start und auch Lichtle ist dabei. Hallo. Und jetzt gucke ich gleich nochmal kurz in einen Angriff rein. Der wurde gerade vom Gamer LP PHX P2HDD. Ja, genau. Auf jeden Fall ein Millionen-Raid, also wäre sogar noch über eine Million geworden. Aber. Genau, richtig, richtig. Und der Lichtler haut nämlich rein, aber, ganz genau, richtig. Aber ja, er hat die Truppen nicht besonders gut gesetzt, hat auf manche Stellen zu viel gesetzt und dann, ja, hat na, er hier, nicht hier zum alles Beispiel, bekommen. Hier, stopp. In dem unteren Bereich schon alleine. Wie gesagt, das ist ein Nörgeln auf hohem Niveau. Grundsätzlich, GamerLP 2DHX. Sag einfach GamerLP. Genau, GamerLP. Cool gemacht, so grundsätzlich. Also du hattest mega Glück, dass du den gefunden hast und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht so megamäßig kritisieren, aber Fakt ist, es ist ein bisschen Raum für Kritik da. Wie gesagt, erstens denkt man natürlich, what the fuck, mir platzt mein Sack. Klar, wenn ich so einen Gegner sehe, denke ich mir, boah, mega geil. Klaro. Aber guck mal, du droppst hier und aber auch hier. Du willst ja gar nicht diese Sachen kaputt machen. So. Du siehst aber, dass hier ein Bogiturm ist, innerhalb der Range vom Bogiturm und auch dort eine Kanone, innerhalb der Range von einer Kanone. Warte, drück mal weiter auf Play. Mich interessiert jetzt mal, ob er gleich Bogis nachsetzt, weil das ist oftmals ein kleiner Fehler, dass man lieber Bahn setzt, aber dann einfach keine Bogis nach, weil die Bogis sind ja dafür da, dass der Schaden entsteht, so. Ja. Und hier nee, da irgendwie kommt. Aber hier, guck mal, hier, es ist einfach. Ja, die kommen aber zu spät. Ja, zu spät. Aber die Sache halt wirklich, die hier wurden locker. Ich sag jetzt mal 20 Barbaren auf jeden Fall gewastet, ja, ohne irgendwas. So, und die fehlen dir natürlich am Ende. Die fehlen dir hier, die fehlen dir hier und ja. Dann wäre das Ding mega Zucker gewesen, mega Zucker. So sind es halt jetzt, was ist, 3, 4, 5, 6, 7,5, 7,000. Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem. Es ist nice. Es hätte was Besseres gehen können, aber was soll's. Also, war auf jeden Fall ein guter Angriff. Ganz klar. Kann man sich nicht beschweren. Aber wäre halt wie gesagt, ich sage auch immer wieder, ihr habt die Zeit, ihr habt 30 Sekunden vorher Zeit, ja. Um wirklich zu gucken, was kann ich, was habe ich? Ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommen wir erstmal zu uns beiden Hübschen. Was läuft heute? Was? 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 Ja, nee, was wollen wir machen? Ach so, ja, ich denke mir, wir machen einfach ein paar Farmangriffe und schauen so ein bisschen in den Clan War rein. Hast du das schon getan? Nee. Stimmt. Okay, ja, das ist, denke ich, eine ganz gute Idee. Im Klankrieg läuft gerade was. Ich weiß nicht, ob es gut für uns läuft. Schaut nicht so gut aus. Gucken wir mal rein. Sagen, ja, genau. Schauen wir mal rein. Keepcolm, ja, 19 Angriffe von 30 und 20 Sterne und die Gegner haben 25 mit ein paar weniger Angriffen. Ist jetzt nicht so ideal, aber. Ja, also, gelinde gesagt, wir kriegen mal mega mäßig auf die Fresse. Sagen wir es mal geht, so. Es geht. Also, es ist nicht unbedingt so, dass es schlimm ist, aber man könnte sich verbessern. Also manchmal wird auch gar kein Stern geholt. Ich habe auch gestern einen Angriff. Ja, aber der hier war gut. Da gucke ich mal nochmal kurz rein in die Wiederholung. Weil ich werde ich dann bei mir auch nochmal zeigen. Cool. Weil ich hatte den ja zuvor in Planung, weil ich auch dachte, ja, der zweite geht halt eben auf mich, weil ich der zweite im Clan bin. Mhm. Okay, und dann guckte ich rein sagen. Und sah dann, oh ja, okay. Bei mir wird, ich soll anscheinend irgendwie den 14. oder so angreifen, angreifen. Nee, danach geht's krass. Nicht. Nee, bloß zuvor wurde ja gesagt, jeder macht den er selber, also der Zweite greift den Zweiten an, der Vierte greift den Vierten an, bla bla bla. Schon klar, aber trotzdem finde ich es irgendwie komisch, dass Clash of Clans mir so wenig zutraut. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, naja, was soll's. Und jetzt denke ich mal geblitzt, oder? Ja, genau. Jetzt geblitzt. Oh, schön. Gucken wir mal. Es gehen nicht alle Magier drauf. Nee, genau. Die Maxen Magier, die halten das aus. Ja. Die halten das aus. Manchmal, ich weiß nicht, was machen die Magier? Manchmal sind sie schon so im Fluss drinnen und wollen da schon so ihre Kugel schießen, aber dann denken sie sich doch nicht, nö, warte ich nochmal und brauche noch einen Anlauf, um mich zurückzulehnen. Irgendwie verstehe ich das nicht ganz, aber gut. Ja, nee, das stimmt. Manchmal ist das echt ein bisschen komisch. Nee, aber da muss ich echt sagen, da bin ich echt froh gewesen, dass du mir den abgenommen hast, weil ich den. Ich saß echt davor und dachte mir, scheiße, der hat für Rathaus 9 gemaxte Luftabwehr. Ja, der ist scheiße, gemaxt, wie kommst du da rein? Ja, du hast recht.
Ja, der ist komplett Max. Also bis auf die Mauern ist eigentlich ja, alles klar, Max. Ja, aber ansonsten ist der Max, ja. Der dachte ja, oh, wie kommst du da rein? Hm, geht das irgendwie? Und dann hast du mir mehr oder weniger die Arbeit abgenommen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe in letzter Zeit etwas mehr, nachdem ich jetzt nicht ganz so viele Videos mache, habe ich in letzter Zeit etwas mit mehr geübt. Ein bisschen geübt, wa? Ja, genau, ja. Und da läuft das auf jeden Fall. Ja. Nee, und da dachte ich echt, oh, naja, gar nicht so schlecht, dass der, dass ich den nicht machen musste. Ja. Weil meiner sah dann, ich habe dann nur einen One-Star gemacht bei einem anderen, ich glaube, Gegner 4 oder sowas. Aber da war ich auch schon zufrieden, weil den schon andere angegriffen hatte und gar keinen Stern geholt hat. Aber derjenige hatte einfach nur Pech. Also das war nicht irgendwie, dass er schlecht war oder sowas. Mhm. Ja, ich habe dann auch nochmal einen Angriff gemacht und ich hab mir echt gedacht, es läuft super gut. So, aber dann sind alle Truppen, also alle Packers sind einfach nach rechts gerannt und ja, den können wir uns dann ja auch nochmal ansehen. Das ist nicht ganz so gut gelaufen. Im CW schon, ja? Ja, genau. Dann gucken wir mal rein. Gehen wir mal auf mein Team. Ne, Blödsinn. Kriegsereignisse. Ja, mittlerweile kann der Gusuarat nämlich. So, da hast du. Ne, da hast du eine eingepackt. Ich wurde eingepackt. Du wurdest eingepackt, ja. Echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Würde ich mir dann gerne ansehen. Dann sehen wir uns den jetzt gerade gerne reell und in. Oh krass, okay. Ja, ich muss echt sagen, beim nächsten CW würde ich deine Base mal nachbauen. Weil deine Base, das ist so krass, dass die immer probieren und nicht mal einer einen Stern schafft. Das ist schon echt geil. Im letzten Clankrieg, das war so krass. Mich haben so viele Leute angegriffen, ich glaube 3 hintereinander oder so. Und die haben alle keinen Stern. Und dann irgendwie einmal hat einer einen Stern gerissen durch die Gebäude, die außen waren. Ja. Die Truppen laufen einfach irgendwo hin. Das ist echt krass. Also ich kann die Base auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht noch so an so ein paar Stellen nachbessern, aber sonst auf jeden Fall. Aber guck mal. Alleine schon, wie hier durch deine Magier der Golem, ich soll es nicht sagen, aber gefickt wurde. Ja. Der Golem ist einfach mal weg. Er ist nicht mehr existent. Also ganz ehrlich, bis jetzt sieht es momentan meiner Meinung nach aus, als würde der eigentlich auf die Fresse bekommen. Aber er hat ja noch ein bisschen was am Start. Ja genau, ich glaube, der Sprungzauber hat ihm dann ziemlich geholfen, weil die Truppen dann nicht mehr zum Magierturm gegangen sind. Genau, die sind dann, glaube ich, doch reingehüpft und das war dann. Ja, ja, guck mal, okay. dein King macht noch. Jetzt. Nee, warte genau. Mal, das ist gar nicht deiner. Ja. Ich würde ja, sagen, ist nicht meine. Oh, dein King ist noch so am Machen. Oh, dein King geht auf dein Rathaus. Ja, siehst du, aber es ist auch gut, die Skelettfallen lenken mir nochmal ab. Jetzt springt er. Warum ist er jetzt wieder rausgesprungen? Hast du das gesehen? Weil er draußen sterben wollte, ja. Ja, auf jeden Fall. Richtig cooler King. Ja, die Queen hat es dann gerissen, aber sonst. Na, und auch seine, ganz ehrlich, die Skelette von den Hexen haben auch ordentlich getackelt. Ja, okay. Also muss man auch mal sagen, ganz klar. Also das ist schon wirklich ein, wie soll ich sagen, verdienter Two-Star auf jeden Fall. Also ja, das ist nicht Fall. So, okay, wurde ihm geschenkt. Nee, kann man nicht sagen. Der hat sich schon echt gut angestellt. Und guck mal, was er noch in der Hinterhand hatte. Er hatte sogar noch einen Loon. Ja. Und dann hat er sogar noch immer noch 2 Bogies. Also der Junge hat schon ein bisschen gewusst, was er macht. Ja, daran muss ich noch so ein bisschen arbeiten, dass ich vielleicht die toten Gebäude, also die man ja, ich weiß, ja, bekommt, was du meinst, ja, dass ich die irgendwie näher an eine Kanone stelle oder so, dann läuft das. Ja, aber guck mal, auch dafür ist es einfach, es sind einfach mal, es waren, glaube ich, am Ende 72%. Es ist einfach mal nicht einfach nur, oh, 1% mehr und deswegen hat er noch einen Two-Star bekommen. Ja, aber ich muss auch mal sagen, ich breche bei 50% immer ab, damit meine Helden noch leben ja. Und damit ich die restlichen Truppen noch so save. Ich verstehe nicht, warum er jetzt noch hier die 20% geholt hat. So, vielleicht irgendwie für die Statistik, aber sonst, ja, ist es eigentlich nicht so nötig. Aber ansonsten passt das. Jetzt wollen wir aber nochmal deinen zweiten Angriff sehen. Oh, nur meine Angriffe, nur meine Verteidigungen. So. Da, genau. Da hast du verkackt. Ja, genau. Da ist dein Schwert einfach mal gebrochen. Ja, da sind dann die Packers außenrum gerannt und das war dann so. Du hast es einfach nicht draufgehakt, stimmt's? Achso, oben beginnt der Angriff. Ja, genau. Also hier erstmal schön die Golems gesetzt, schön die Magier gesetzt, alles gut. Ich habe dann die Packers zu früh gesetzt, hab nicht gemerkt, dass hier noch die beiden Minen leben. Ja, und dann. Und dann, ich dachte mir jetzt schon, gut, die Packers werden reinlaufen. Dann hier, die Mine lebt noch. Ja. Ein bisschen unkontrolliert. Naja.
ist ein Problem. Ich dachte eigentlich, dass sie dann auf die Minenwerfer gehen und irgendwie die eine Mauer durchbrechen. Bloß, was wäre, stopp mal. Was wäre gewesen, wenn du in dem Bereich, bevor du die Helden, du hast ja die Packers gedroppt und dann die Helden, wenn du gemerkt hättest, sage ich jetzt mal einfach so, du hättest gemerkt, okay, Packer-Notsituation, und du hättest hier den Jumpspell gesetzt. Ich glaube, das habe ich dann eh gemacht. Kannst du, geh mal weiter. Irgendwie sowas, weil die Packers, schau, eigentlich, sie sind jetzt eigentlich noch relativ weit entfernt von diesem Armeelager, aber sie laufen da trotzdem hin, so. Warum da den Rage? Keine Ahnung. Vielleicht damit die Helden etwas mehr aushalten, weil schau, es wird schon ziemlich knapp, es kommen die Clans. In dem Bereich wurden die Helden gar nicht angegriffen. Ja, jetzt aber. Ja, jetzt ja. Ja, wie gesagt, das war nicht ganz okay, so aber, hier, guck mal hier. Du hättest in dem Bereich mega auf den Sack bekommen, deswegen ging dein King auch so schnell down. Ja. Man sieht's am Anfang nicht. Die Clan-Truppen waren einfach noch nicht draußen. Ja, schon klar, aber da kann man mit Hox so gut wie gar nicht die Clan-Truppen locken. Schau mal, das stimmt, da hast du vollkommen recht, gebe ich dir vollkommen recht, aber ich meine bloß mal so, deswegen ist dein King auch so schnell down. Ja. Da ist Ende, klar. Ich meine, wenn du da, ich sag jetzt mal, 3-4 Max Magier hast, dann ist Ende. Ja. Ja, klar. So, der Golem entscheidet sich doch nochmal reinzugehen. Ja, aber guck mal, hinter ihm sitzt immer noch ein Magier, der ihm richtig in den Arsch gibt. Ja. Und guck mal hier, der Magier hier, da passiert nichts mehr. Der Magier ist noch da, der überlebt alles. Guck mal, der macht alles von dir kalt. Jetzt ist das er tot. Das ist so krass. Das zeige ich jetzt auch gleich mal bei meinem Angriff. Ah, und dann die Hox noch gesetzt. Naja, klar, man wollte noch ein bisschen was reißen. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht geht sich so noch der eine Stern aus, aber ja. Nee. Ja, klar, man probiert natürlich, klar, beim CW ist ja richtig, man probiert ja alles. Man sagt sich, ach komm, ein bisschen was geht ja noch. Und da kommt jetzt mein Ein-Stern-Angriff. Ich zeige den trotzdem einfach mal, weil ich mir gedacht habe, ich habe eine Niederlage. Ach so, ja. Ah, da, hier, guck mal, hier habe ich auch einen Two-Star kassiert. Ah, okay, aber krass. Gucken wir mal. Besser als auf jeden Fall komplett gethree-starred zu werden. So. Das war mein... Genau. Folgende Sache. Meine Taktik war die, ich wollte mit dem Lavahund rein. Das war genau der gleiche Gegner, den ich auch angegriffen habe. Der von vorher gerade. Ja, genau. Ja, genau. Da, wo du ja, genau. Ja. Sehr geil. Dann hast du aber nach mir angegriffen. Nee, ich habe vor dir angegriffen. Okay, dann hat sich vor... Dann hat sich nach dir Dada noch die Finger ausgebissen. Oder die Zähne ausgebissen. Naja, Dada ist ja der Verteidiger. Ja, stimmt. Was habe ich denn da für eine Scheiße? Nee, ich habe keinen Stern gepackt. Dann waren da 0 Sterne stimmt. drauf. Und dann genau. Richtig, dann war es so. Genau, richtig. Und die Sache ist die, somit wusste ich ja, was in der CB war. Hatte ich reingeguckt und dachte mir auch, scheiße, wie kriegst du die jetzt? So, wenn ich jetzt aber zu lange den Lavahund laufen lasse, ist der down, klar. Aber ich dachte mir auch, komm, scheiß drauf, den riskierst du. Und ich hatte 2 Blitz bei und dachte mir, komm. Weil mir das so oft schon passiert ist, dass mir die Loons von der CB weggeblitzt wurden, dachte ich mir, oh nö, jetzt CB-Action richtig ins Gesicht. So, hab den laufen lassen, hab mir gedacht, scheiß drauf, komm, nimm alles auf dich. Und dann dachte ich mir, jetzt ist er gleich gesprengt und da habe ich schon den ersten Blitz gesetzt und wusste ganz genau, da geht noch mehr und hab dann nochmal geblitzt. Ja, aber ich merke gerade, guck mal. Ja, der lebt Alter, es hat immer noch. Alter, so, aber immer nur 2. Genau. Stopp. Jetzt komme ich. Ich meine, es war nur ein Monster, aber immerhin. Das habe ich aber trotzdem noch gepeilt. Habe ich natürlich jetzt wieder vergessen. Mhm. Aber das habe ich gepeilt und habe dann wirklich, und das ging richtig gut, weil der Bogiturm gar nicht so viel Schaden auf dem Lunen machen konnte. Ja, dass er dann auf sie drauf fällt. Hab den doch noch rausgesetzt und habe mir gedacht, komm, jetzt, die gehen richtig down. Habe die Luckys genommen und habe die wirklich rausgeballert. Weil wirklich, das Krasse ist auch gut so, diese Base wurde 3-mal angegriffen. 2-mal aus unserem Clan. Ich und noch jemand hat keinen Stern geschafft und du dann auch nur einen. Ja. Ich glaube, die Base sollte man sich mal überlegen. Sollte man sich mal überlegen, auch mal reinzuwerfen. Zumal ich sie ja auch nachbauen könnte und bei mir wäre sie ja sogar maxed. Das ist gar nicht so verkehrt. Nicht? Nee, die ist längst nicht maxed. Guck mal hier. Ah, ja, Moment. Stimmt, die Flugabwehr. Ja, ja. Flugabwehr? Ja, sonst? Ja, sonst. Ja, aber das ist ja das, wo ich drauf geguckt habe, weißt du? Ja, genau. Und dann muss man auch dazu sagen, maxed und maxed ist ja auch ein Unterschied, weil, guck mal, wir haben nur einen 5er King. Ja, das stimmt. Also so eine Sache halt. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, bei mir, ich habe jetzt auch
fast alles Max, ein paar Magiertürme fehlen, noch ein paar Kanonen, ein paar Bogies und ein paar Flugabwehren. Aber sonst kann ich mir die Base auch gut vorstellen. Also ich würde sagen, die nehme ich mal im nächsten Clan War einfach mal mit rein. Da sollte man mal einen Screenshot machen, ja. Die perfekte CB-Base, ja. Und guck mal, Queen auch nur 7. Also ganz ehrlich. Das ist mal was. Das ist wirklich mal was. So, und dann, hatte ich halt eben die Möglichkeit noch, klar, King und Queen hatte ich noch. Dann mache ich mal ein bisschen schneller hier. Ein paar Max hatte ich noch. Ja. Und dann war das easy 50, klar, aber mehr ging halt nicht. Das Rados ist dann auch nochmal gut geschützt durch die Teslen. Das heißt, gute Base. Muss ich mal kopieren. Ja, genau, hier. Das machen wir jetzt nämlich. Jetzt machen wir dann nämlich einfach mal einen Screenshot. Dum, dum, dum. So, Paint mache ich später auf. Das sollte passen. So, brauchen wir nicht mehr. Video ist fast vorbei, würde ich sagen. Ich will auch sagen. Ja, stimmt. Du hattest ja eh nicht so viel Zeit. Ja, dann sagen wir jetzt noch einmal Tschüss. Tschüss. Ach so, ja, du konntest mich in der Facecam nicht richtig sehen. Aber ja, ich sag auch Tschüss und dann war's das. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.